Das nehmen wir die mal wieder weg. Vielleicht erledigt sich, vielleicht erledigt sich dann das Problem ein kleines bisschen. Ich hoffe es doch. Und mal wieder das Dock. Es war so klar. Es war so klar. Es war so verdammt klar. Das sind zu viele Ausgaben. Viel zu viele Ausgaben. Wenn ich schon auf dem Schuldenpumpstand bin, noch ein Nöcher, dann, dann ist richtig Kacke am Dampfen. Dann ist richtig Kacke am Dampfen. Das Problem ist, ich habe keine weiteren Gewerbe. Woher soll ich denn die neuen Gewerbe nehmen? Ich habe nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich das hernehmen soll. Das ist mit die Hölle. Die absolute Hölle. Ich
ich keine Ahnung, wo ich jetzt noch irgendein Gewerbe hernehmen soll, was irgendwie auf einem Angriff lukrativ wäre. Woher auch? Oh ja, bitte. Goldminen. Ja, bitte. Ich brauche eigentlich noch mehr Goldminen. Na gut, das macht nichts. Manche Straßen zugedeckt? Okay, interessant. Kannte ich auch noch nicht. Ah, vielleicht da oben. Kann ich da oben noch? Ach, bitte sag mal, dass ich da oben noch eine fucking Goldmine setzen kann. Nein. Nein. Leider nicht. Leckt mich doch, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zurückzahlen soll. Ich weiß es echt nicht. Woher soll ich das Geld nehmen? Ach, leckt mich doch, ehrlich. Ich verliere das Spiel zwingend in fucking Schulden, oder was? Ernsthaft? Es kann doch nicht wahr sein. Ehrlich, fickt euch doch. Es ist doch echt nicht mehr wahr. Es ist doch echt nicht mehr wahr. Ach, Gott, ey. Waren das also doch zu viele Leute, ja? Will mir das Spiel das damit sagen, oder was? Will mir das Spiel das damit wirklich sagen? Tja. Tja. Wenn ich mir die Kosten ansehe. Alter, die Dinger, die steigen. Diese fucking Kosten, die steigen immer weiter. Ich weiß nicht immer warum. Wieso steigen diese Scheißkosten? Warum? Was mache ich denn hier falsch, bitte? Das ist doch nicht mehr wahr. Es ist doch nicht mehr wahr. Fucking hell. Ehrlich. Zum Kotzen. Es kann echt nicht wahr sein. Es kann echt nicht wahr sein. Ja, liebe Leute, dann werden wir das Spiel einfach nachher dann nochmal spielen müssen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Und es regt mich momentan. Es regt mich so auf, ehrlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Leckt mich doch, ehrlich. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hätte vor allem nicht alles importieren dürfen. Das war der größte Fehler, glaube ich. Die hätten aber mit dem leben müssen, was sie gehabt haben. Und nämlich sonst nichts weiter. Ja. Einfach bloß eine Masse an einfachen Klohäusern hinsetzen, wo die Leute einfach bloß ihr Geschäft fabrizieren. Und das war's dann. Aber selbst das hätte vermutlich nichts genützt. Das ist doch nicht normal. Ich hätte am Anfang vermutlich die Goldminen hinsetzen müssen. Also muss ich das insgesamt gesehen das Gebiet das nächste Mal weiter hier rüberwärts verschieben. Und dann einfach beten. Einfach beten, dass dieser Scheiß dann funktioniert. Ja. Ja, sag's auf. Sag's
echt auf. Nicht total auf. Ich hatte so noch. Nicht schön. Ja. Ja, ja, gönnt euch das Feuer. Gönnt euch das Feuer. Ja. Fackelt tue ich noch die Bude zum Schluss richtig ab. Das ist nix. Das Spiel ist sowieso, ja, komplett für den Mülleimer. Das macht aber nix. Weil dann werde ich einfach dann später, wenn ich dann wieder Nerven habe und sonst irgendwie was, werde ich das eben dann noch ein zweites Mal probieren. Aber wirklich dann später. Ja, ja, ach so, ja klar, Warnlage. Aber also, ja, klar, wirklich. Ja, alles gut. Wozu mache ich mir Gedanken? Jo, packe durch alles ab. Macht nichts. Brauche ja nicht die Rohstoffe. Come on. Kein funktionierendes Dock. Ja, natürlich nicht. Interessiert mich auch gar nicht mehr. Das Spiel ist sowieso eigentlich schon vorbei. Ich habe ja nicht immer mehr im Ansatz irgendwelche Gelder. Ja, jetzt fackeln sie nämlich die Häuser, Hütten jetzt auch noch ab. Das ist prima. Das ist ein super Traum, ehrlich. Ach Gott, ey. Also gut, das bedeutet beim nächsten Mal wirklich komplett anders machen, komplett anders aufbauen, komplett anders machen und tun. Der Anfang, der war zwar schön gedacht, aber das funktioniert nicht. Ich darf da nicht 5000 Mann haben. 5000 Mann sind eindeutig zu viel. Das funktioniert nicht. Also die Nahrungsproduktionskette hier, die ist in Ordnung. Da geht was, da kann man mit arbeiten. Ich muss immer schauen, weil ich kann ja nicht immer diese dämlichen Äpfel da irgendwie exportieren, oder? Ich sehe es zumindest nicht. Ja, Granatäpfel. Ich könnte sie nicht immer... Oh Gott, ja, Getreide. Ja, ich habe auch den Fehler gehabt, ich habe nicht die Grundrohstoffe importiert. Ich hätte Getreide importieren müssen und ich hätte, ich meine, Gerste, okay, das ist logisch. Achso, nee, stimmt nicht. Gäste bringt ja nichts, weil ich hätte ja das Bier nicht importieren müssen, aber sonst. Ja, was bringt mir dann Getreide? Getreide bringt mir auch nichts. Das ist ja, es hätte mir ja nichts gebracht. Egal, was ich gemacht hätte. Gott. Naja. Schön was. Reißt hier ruhig alles nieder, das macht überhaupt nichts. Oh. Alter, was? Die haben meinen Palast abgerissen. So ein blanker Hass. Oh, Scheiße. Na, wie toll. Super. Das finde ich ja richtig, richtig geil. Oh mein Gott, ey. Ja, das Spiel, das ist... Das ist für ein Mülleimer. Ah.
Ebosch, ich müsste es sogar hinbauen. Gibt's mir nichts. Tja. Was soll ich euch sagen? Ihr seht's ja. Es ist für Mülltonne. Tja. Das bedeutet, ich werde nachher mir erstmal einen Beruhigungstee gönnen. Wie sonst die Schwester Oberin bei Edna und Harvey. Und dann werde ich mir das nochmal in aller Ruhe nochmal angucken. Schauen, wo kann ich beim nächsten Mal was anders machen, was besser machen. Vor allen Dingen, also ich, so ein Protzding hier, das stelle ich definitiv nicht hin. Ja, wie schön, dass die Leute mit mir zufrieden sind. Ich bin aber nicht mit den Leuten zufrieden. Liebe Leute. Wo soll ich mit euch zufrieden sein? Ihr... Tja. Ja, ich bin mir mal Gott sei Dank am Arsch lecken hier von wegen mit Wohnungsmann. Bitte was? Ja, nee, ist klar. Also zum Beispiel sowas wie Brauereien und Co. brauche ich beim nächsten Mal zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil ich kann kein Bier herstellen. Ziegel, ja, okay. Gut, dafür bräuchte ich Ton. Könnte ich Ton herstellen? Könnte ich. Ich könnte Ton importieren. Komischerweise, die Ziegel werden nicht exportiert. Doch, Ton kann ich importieren, Ziegel kann ich exportieren. Das wäre natürlich eine Möglichkeit beim nächsten Mal. Ich muss einfach mal überlegen. Import? Es ist wirklich schwierig. Also die Mission ist... Ruf. Tja, da sind wir schon bei über 5000 minus. Gönnt euch. Das kann nicht funktionieren. Das kann doch nicht funktionieren. Und ja, ehrlich, jedes weitere Gebäude, was ich jetzt hinstelle, macht es doch nur noch schlimmer. Es macht es doch wirklich nur noch schlimmer. Beim nächsten Mal muss ich da die Goldminen gleich hinklatschen. Ich muss da die Goldminen hinklatschen. Ja, natürlich. Es ist so viel Müll an. Ja, ich meine, Finanzen. Wo haben wir denn eigentlich unseren Finanztypen? Minus 8600. Wollt ihr mich verscheißen? Kommt. Nee, also liebe Leute, nehmt's mir nicht übel, aber das war's jetzt. Ich werde die Karte dann irgendwann jetzt bei Gelegenheit nochmal spielen. Ich werde mir dann nochmal angucken, was ist da schiefgelaufen, was muss ich beim nächsten Mal anders machen, aber ich werde hier sowieso nicht fertig. Ich komme hier auf keinen grünen Zweig mehr. Das war's. Es ist vorbei. Game over. Ja, das macht aber nichts.
so kann man aber sehen, wie man ein Spiel ruinieren kann. Ich glaube, es lag wirklich an der Bevölkerung und an irgendwas anderem noch. Ich weiß aber nicht, was. Ich hätte einfach, glaube ich, wirklich Gewerbestätten. Ich hätte Ton importieren müssen und die Ziege exportieren. Soll ich das machen müssen? Ja. So hätte ich das machen müssen. Naja, gut, liebe Leute. Also nehmt's mir nicht übel, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Und dann machen wir bei Gelegenheit die Mission eben nochmal mit dem zweiten Versuch dann eben. Und euch bis dann, ja, ein Tschüdelaudern. Tschüss.